Yo, hey Leute, und damit geht es weiter bei Rainbow Six Siege. Wir waren beim letzten Mal hier stehen geblieben, und zwar 3 Multiplayer-Runden als Angreifer und hier diverse Quests wie Kills mit MP, Kills mit dem Gewehr, Runden gewinnen mit Hibana oder Echo und mit Blitz IQ, Jäger oder Bandit ebenfalls Runden gewinnen und mindestens eine Punktzahl von 3000 erreichen. Ich melde jetzt schon mal den Multiplayer locker an. Das hätte ich auch schon vorher machen können und dann darüber reden können. Aber egal. Die Reihenfolge kostet halt Zeit. Es kommt aber darauf an, wie schnell jetzt hier ein Match gefunden wird. Ganz unten hier Maestro und Alibi kann ich halt momentan nicht machen, da ich keinen der beiden Chars besitze. Ja, und jetzt ist auch, wie schon gesagt, relativ schnell ein Match losgegangen. Wir spielen auf der Map Clubhouse. Bereich sichern, also mit einem Bio-Gefahrgutbehälter und nehmen als erstes mal die IQ wieder rein, mit dem Gewehr ausgerüstet, um das Gewehr, die Daily, da zu pushen. Da sind es aktuell 1 von 7. Bei der MP habe ich schon 2 Kills machen können in der einen Runde in der letzten Folge. Waren 2 an der Tür, die habe ich erstmal weggesprayt. Und ja, ansonsten verliefen die Runden nicht so gut. Und eine Runde davon war ein relativ langer Wettkampfmodus. Das heißt, da konnte ich nicht so krass viel punkten. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Hier so in dem vorderen Teil ist eigentlich meistens nichts. Wir müssen dann jetzt hier mal rum. Mann, da hat er mich im Flug noch gekriegt. Das ist doch räudig. 10 Sekunden bis Einsatz. Wahrscheinlich sind sie downstairs. Ist halt einfach kacke, wenn man die jetzt nicht findet, weil da läufst du dann 30 Jahre in dem Objekt rum. Dann haben die wahrscheinlich noch eine Carrera. Und da kommt jetzt aber IQ ins Spiel. Valkyrie in Garage. Alter! Keine Munition mehr. Das war jetzt so schlecht. Elektronikscanner aktiviert. Wenn es eine Batterie hat, dann finde ich es. Markt. Watch das Camera. Ja. Nicht so gut. I think they are downstairs. But Valkyrie is upstairs. Mann, das ist doch richtig räudig. Das ist, es ist sinnlos. Es ist wirklich sinnlos bei diesem großen Objekt. Die werden im Keller sein. Die verstecken sich einfach oben, schießen uns dort ein bisschen ab und einer wird unten im Raum drin sitzen. Weil sonst hätte ich ja, wenn ich gescannt hätte, den gefunden. So, wenn die aber im Keller sind, dann müsste ich ja aus dem Erdgeschoss aus scannen. Deswegen haben die auch Garage beschützt.
Warum habe ich jetzt keine Schüsse gehört? Was machen denn die ganzen Drohnen von denen? Also Ene ist draußen, ne? Okay. Jetzt fährt er hier ein bisschen rum. Aber warum ich jetzt gerade keinen Sound habe? Eine spinnt das hier gerade wieder rum, so wie es aussieht. Okay, also der Ton war jetzt da. Schon creepy. Es bleiben noch 15 Sekunden. Ja, also die Töne sind ja alle da. Es bleiben noch 10 Sekunden. Eigener Trupp wurde eliminiert. So, naja, dann gucken wir mal, wie gut wir das verteidigen können. Wir sind in der Garage. Entweder die waren jetzt auch Garage, was ich mir aber nicht denke, weil wir das immer halt vorbeigelaufen waren, die in Garage unten oder so, ich weiß es nicht. Ziemlich creepy. Ach, kann sich der Cartman mal entscheiden oder ist da gerade AFK? Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Geh mir nicht auf den Sack. Wirklich. Das regt mich so auf. Weißt du, wir finden innerhalb von 30 Sekunden überhaupt gar nichts, außer zwei Leute und die spawnen wieder mal direkt davor, beziehungsweise ist Garage eh der hässlichste Spot, den man in 3 Sekunden entdecken kann. Komm, komm, komm. Ah, jetzt ist es. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass die Drohne kaputt geht von dem. Manchmal müsste man eigentlich fast selber Kameras zerstören. Oh, als ob die Valkyrie jetzt schon drin ist. Wo ist, von wo? Ich lieg doch in der Ecke. Ja, okay, herzlichen Glückwunsch. Wer hat denn das auch aufgeschossen? Who did open the window of Mira? Leute, warum macht man denn das Fenster auf? Ich krieg da die Krise, Alter. Ich versteh's nicht. Ich versteh's einfach nicht. Das Fenster hat den Sinn, dass man von draußen nicht gesehen werden kann und das vielleicht erst aufschießt, wenn man selber rausschießen möchte. Was er ja richtig gemacht hat, ist, das an der Holzwand anzubringen, weil dann kann man, sobald man jemanden sieht, einfach durch die Holzwand durchsprayen und den töten. Ich versteh's nicht, Leute. Was machen die denn hier? Das kann doch echt nicht denen ihr Ernst sein. Ich verstehe nicht, warum die Mira das richtig angebracht hat. Also, die bringt's komplett richtig an. Das kann eigentlich nicht sein, dass sie das aufgeschossen hat. Und meines Erachtens nach geht das auch nicht durch meine Blitzgeschichte kaputt, weil das halt so ein Druckbehälter ist, auf den man halt drauf schießen muss. Halleluja. Das spricht dann wieder dafür, einfach mit anderen zu zocken. Ich meine, da hatte ich jetzt eh letztens einen, der früher auch meine DSO-Videos geguckt hat, weil er früher selber DSO gezockt hat, jetzt halt nicht mehr. Hat sich halt auf Rainbow spezialisiert, spielt eigentlich auch fast nur das, als ob der 2 Stück davon machen kann. Ja. Super, jetzt haben die 2 Drohnen. Oder auch nicht. Hä? Ach, das geht dann ab, das Ding. Das hackt kurz und dann ist es weg. Das ist auch klasse. Sekunden bis zum Einsatz.
Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Wie mein Kumpel sagen würde, Zeit, eine neue Tür zu sprengen. Ich scanne nach Elektronik. Thermoladung gelegt. Biobehälter aufgespürt. Bereit für den großen Knall. Mann, ich will dem doch bloß ein Heady geben. Brenner ist bereit. Ich scanne nach Geräten und Fallen. Habe einen Biogefahrgutbehälter aufgespürt. Feind lokalisiert. Garage. Nur noch einer von. Ja, das geht halt viel einfacher für den, weil er dort oben schön rechts-links laufen muss und ich muss mich hinlegen, um überhaupt so halbwegs dort hochgucken zu können. Brauche ich jetzt mir jetzt auch keine Devcam angucken. Ach Mann. Mann, das sind so einfache, billige Runden, ey, die hier gewinnen. La 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 la. Naja, die nächste Runde kann ja nur besser werden. Aber ich sag mal so, wir machen ja hier auch Fortschritte. Zumindest mit 2 Kills. Geht's bei Gewehr mit voran. Anderes Match suchen. Wie schaut's da jetzt aus beim Gewehr? Müssen es ja eigentlich. Warum sind es jetzt nur 2, obwohl ich 2 Kills gemacht habe? Ach, der eine Kill war mit Pistol, ja. Und das war so ein schlechter Kill, Alter. Genau, solche Sachen kann man natürlich auch mit Münzen freischalten. 50.000, ne? Wenn man da jetzt einen favorisierten Charakter hat, den man hier benutzt, also einen favorisierten Operator, dann empfiehlt sich's auf jeden Fall, da sowas freizuschalten, weil damit kann man dann auch ein bisschen angeben, ne? Aber vorher werde ich natürlich so gesehen erstmal alle anderen Dinge hier freischalten, die ich noch benötige. Und könnten ja jetzt auch mal Banner spielen. Banner und Echo, ne? Damit dort auch mal noch ein bisschen Fortschritt gemacht wird. So, bei Hibana. Ist gerade meine Frage, was für eine Waffe ich da ausgerüstet habe. Ob es jetzt die Single Shot. Na, die hat eigentlich. Ja, die hat ja bloß die Single Shot. Sehr schön. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Sekunden. Noch 5 Sekunden. So, wenn die Gegner jetzt nicht ganz so aufmerksam sind, dann sehen die so einen Biogefahrgutbehälter halt nicht.
Nein! Einer vom eigenen Trupp bleibt. Mann, hör mir doch auf, du blödes Monster, Alter. Weißt du, da hat die auch noch den tollen Skin. Ja, ich wusste, dass die auch mit dort ist. Ich wusste auch, dass die mich verfolgt. Das hat man ja gesehen, weil ich intuitiv hier Waffe gewechselt habe. Hätte ich halt doch warten sollen. Weil es dauert ewig bei Hibana, bis du da mal zu dieser blöden Schusswaffe wechselst. Also zu dieser, die dann diese 8 Explosionsköpfe da oder 6 Explosionsköpfe macht. Ach, herrje. Na, zumindest einen Kill, die Carrera, die mir direkt entgegenkam. Echo, müsste den seine Drohne nicht schon längst mal abgefuckt haben. Ja, die Idee war eigentlich gar nicht so schlecht, aber die sind halt, 3 Leute von denen sind allein schon rumgerannt und 2 sind im Raum geblieben, na, und das hat halt abgefuckt, weil du weißt halt nie, wo die sind. Die Carrera hätte jetzt auch noch eine Treppe höher sein können, dann hätte die gehört, aha, der hat ja gerade eine Drohne geworfen, dann kommt die halt um die Ecke gerannt und macht dich auch weg. So, Echo habe ich mir erst letztens gekauft. Der hat eine spezielle Drohne, wenn die Drohne stillsteht, ist die getarnt. Wenn die sich bewegt, ist sie nicht getarnt. Und wenn sie so einen Schockimpuls abgibt, der die Gegner im Prinzip verwirrt, dann ist er auch nicht getarnt. Ansonsten, die kann das nur diesen Schallimpuls dort abgeben, nicht Schockimpuls, sondern Schallimpuls nur abgeben, wenn sie halt sich an der Decke befindet. Und es ist definitiv sinnvoll, hier Stellen zu suchen, die sich bewährt haben. So, na, die 2 Türen hier können halt auch dort reinkommen. Noch 5 Sekunden. Der Raum hier ist halt riesengroß, muss man mal dazu sagen. Aber was er gerade macht, ist eine gute Idee. Der schießt dort die Seitenwand auf. Ach ne, tut er gar nicht. Hier würde ich mir eigentlich mal ein Loch wünschen. Da können wir nämlich einen Nebenraum schießen. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter entdeckt. Kontaktgranate! Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Warum macht man denn da oben nicht zu? Den Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Die Gegner sichern den Behälter. Gegner haben den Behälter gesichert. Mission des eigenen Trupps gescheitert. Wo haben denn die überhaupt zugemacht? Ich versteh's nicht. Also dort sind 2, ne? Dann hab ich 2 gemacht. Wo ist denn der Rest? In dem Raum, in dem kleinen war nix. In dem Nebenraum war nix. Ich dachte ja, die haben oben angebracht. Ich meine, man kann ja noch nicht alles nachschauen. Oh, es ist echt zum Kotzen. Also, spielt einfach niemals mit Randoms. Das ist... Oh. Nee. Ich komme in den Raum rein, denk mir, okay, während die irgendwo rumstehen... Für die Drohne reinschicken war keine Zeit mehr. Sind die oben drüber, wo sie einfach runtersprayen können. Ja, so ist das. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt
Ist auch geil, weißt du, jetzt die letzten Tage auch viel Rainbow gespielt, aber kein einziges Mal musste ich mich so aufregen über meine Teammates, waren eigentlich sogar relativ, also echt auch oft gute Leute dabei. Hab halt immer mit dem anderen da gezockt und dann kamen, waren meistens noch so drei Leute mit dabei, die halt auch deutschsprachig waren. Und dann hat man da einfach die Lobby weiterhin erhalten, hat dann im Team weitergespielt, weil es halt einfach cooler ist, was, pass auf hinter dir oder ich glaube, die sind oben oder so. Weil das Problem ist hier bei Rainbow, kenne ich die Calls einfach nicht, also wie die verschiedenen Räume heißen und so. Und wenn du jetzt hier eingibst, was weiß ich, wie dieses Bank Areas oder irgendwie sowas bei Rainbow Six Siege, da... findest du irgendwie auch nicht so großartig was. Room should be clear. Mann, das ist doch eh schon Rotz. Das ist einfach Rotz. Wo war denn der da? Ganz hinten oder was? In der hinterletzten Ecke. Gut, haben sie aber gut gemacht, muss man sagen. Den habe ich einfach die ganze Zeit nicht gesehen. Da hat er auch kein einziges Mal vorher auf mich geschossen. Vor allem, dass man diesen blöden Prozess hier nicht beschleunigen kann. Weißt du, das ist... Es gibt ja nicht mal eine Bewertungsfunktion jetzt wie bei Overwatch, dass ich sagen kann, wow, das ist jetzt da... Ich meine, da hier gibt's halt einfach die Auszeichnung, wer jetzt hier Top-Spieler war. Wobei, das wurde jetzt gar nicht angezeigt, komischerweise. Das finde ich ein bisschen komisch. Naja, und dann hier kriegt man, glaube ich, die Prozente auch nur dazu, wenn man sich den Spaß hier anguckt. Das ist schon enorm witzig. So, trotzdem haben wir beim Gewehr hier Fortschritte gemacht. Maschinenpistole muss noch ein bisschen aufholen und... Ja. Mit Echo und Tibana hab ich bisher noch gar nichts so richtig gerissen. Laufenden Match beitreten, okay, aber was war das gerade für ein Zwischenscreen? Das sah ein bisschen komisch aus. Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Gut, dann gucke ich direkt mal unten. Downstairs, guys.
Valkyrie. Sprich mal die in Englisch aus, weil eigentlich hast du ja Valkyrie oder so. Ist halt doof, ne, wenn IQ den aufspürt durch ihren Scan. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Dass das nicht auch gleich mit angedingst wird. Biobehälter aufgespürt. Die Drohne wurde Montagne ist AFK. Ich scanne nach Elektronik. Ein Gegner verbleibt. I think it's inside. Ach, da kam es auch erwischt. Ja, cool. Ja gut, zwei hat bloß noch einer übrig, ne? Doc hat einen schönen Heady gekriegt, so wie der da liegt. Der wäre jetzt auch im Fuse nicht schlecht gewesen. Weil die waren relativ verbunden zum Raum. So, nehmen wir mal wieder Echo. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Platziere Stacheldraht. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Wechsle Magazin. Kontrollierte Zone betreten. Sofort verlassen. Sichere die Tür! Platziere Stacheldraht. An so einem unebenen Decken. Da kann Echo im Prinzip nichts machen.
So, hier können wir mal noch Wände anbringen. Nur noch ein Gegner übrig. Problem ist nur, dass ich zwar mit 4 meine Drohne zugreifen kann, aber dann ohne schnell zur anderen. Na gut, dann muss ich so hier machen. Da muss man bitte gucken, bei welcher Drohne man gerade ist. Dann passt das schon. Gegner eliminiert. Missionserfolg für eigenen Trupp. Okay. Ja, aber das war gerade nicht ganz schlecht. Jetzt müssten wir ja eigentlich hier die erste Runde mit Echo erledigt haben. Man muss immer manchmal gucken, na, manchmal ist es nicht Multiplayer-Modus, sondern Terroristen-Modus. Das ist manchmal noch so ein bisschen tricky. Und ist denn hier oben was dazugegangen bei MP? 3 von 7? Bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. So, die Folge geht natürlich jetzt wieder länger als eine halbe Stunde. Die Tür ist gesichert. Metro ist vorbereitet. Kamera positioniert. So, jetzt gucken wir nochmal, ob das aufgeht. Ich setze das Gerät ein. Nope. Das Gerät ist am Platz. Ein Gegner verbleibt. Mensch, das ist immer zum Kotzen, ey. Man macht hier immer selber gar nichts. Weißt du, das ist schon wieder so ein Team, die, da rasiert der erste komplett durch, ne, kämpft ja sogar gegen Montagne, wo man überhaupt nicht weiß, warum der Montagne sein Schild nicht einfach klein macht und dem eine überbrät oder nebenbei hier schießt oder irgendwas macht, der macht einfach nichts. Guckt ihn gar nicht. Naja. Aber gut, dass wir die Runde gewonnen haben. Gibt es ja auch einen saftigen Ansehensgewinn dazu. So. Und dann gucken wir mal.
3000 Punkte hatten wir jetzt schon erreicht. Da gibt es jetzt hier nochmal 250 dazu. Und dann sind wir jetzt auf jeden Fall auch am Ende dieser Folge. Ich verabschiede mich recht herzlich von euch. Und ja, haut rein, euer Zardas.